Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls hier für die Switch. Wir befinden uns bei den Dämonenruinen und werden das zweite orangene Portal aufsuchen. Letzte Folge haben wir in der Kristallhöhle den Schuppenlosen besiegt und heute versuchen wir mal hier weiterzukommen in der Gegend. Wer dieses Let's Play verfolgt, weiß, dass ich hier schon versucht habe, gegen den Ziegendämon hier unten zu kämpfen. Und habe fast immer verloren. Diesmal bin ich besser ausgerüstet. Vielleicht schaffen wir es ja. So, ich weiß auch genau nicht, wo das Tor ist. Aber das finden wir schon noch. Da drüben sind einfach 30 Millionen von denen. Und wir müssen hier erstmal hin. Wir legen uns erstmal mit einem an, der hier vorne ist. Und gucken mal, wie weit wir kommen. So. So einen haben wir ja schon mal erlegt. Diese eine Höhle, was natürlich echt übelst war. Aber. So. Wenn ich überlege, wie ich das letzte Mal hier abgegangen bin. Jetzt sind wir besser gerüstet. So, was gibt's denn da hinten überhaupt? Dass sich es lohnt, es so zu bewachen mit diesem einen. Ich bin hier sehe, was für eine Armee da hinten ist. Okay, geht's runter. So, gucken wir mal. Oh, da sind noch mehr von der. Oh, da sind noch ein paar mehr von der Sorte. Okay, da sind 2, 3, 4, 5. Und die Pullen? Warte mal. Nein. Fallen, das ist wichtig. Okay, das Ganze dauert ein bisschen. Aber dafür muss ich nicht gegen kämpfen. Und weg. Immer weiter runter. Ich komme da auch angelaufen gleich. Vielleicht können wir ihn auch noch besser treffen dann. Wir müssen definitiv mehr Pfeile kaufen. Machen wir als nächstes. Oh Mann, oh Mann. Das ist mal lames Campen hier. So. Und dann. Oh. Ich will einfach nicht kommen. Mit diesen riesen Golems da hinten in Anor Londo, die kam ja auch nicht. Rechts, der bewegt sich auch ein bisschen.
Jetzt kommt er. Nee, gar nicht. Nur nach vorne. Was mit dir? Kommst du zu mir? Tor, wo wir durch können. Okay, was ist da unten? Ist das so ein Teil, den wir ganz zu Beginn mal besiegen mussten? Kann das sein? Hier geht auch eine Treppe runter. Kommt irgendwas hoch. Guck mal, was ist. Keine Ahnung, was das ist. Wir können auch hier runtergehen, okay. Wenn wir ihn sonst vielleicht holen, ich springe von oben hier auf die Birne. Was ist da hinten denn? Ein williges Teil. Oh. Ich weiß nicht, wofür die sind, diese Steindinger, aber die sind auf jeden Fall nicht so praktisch. Ich geh mal hier rum, gucken wir uns mit denen an. Ein Wurm, der in der Wand dran ist. Hä? Irgendwas auf mich zugerollt? Nö. Mein Gott, hätte mehr Pfeile mitnehmen sollen. Das sind alles Pfeileopfer hier. Okay, war auch jetzt nicht so stark anscheinend. Aber hier ist ein Leuchtfeuer, das nehmen wir mit. Lassen wir auch mal kurz. Natürlich ein paar Gegner wieder da, das macht aber nichts. Lieber so. Als wenn ich den ganzen Weg wieder gehen muss. So. Gut, dass wir den Leuchtfeuer gefunden haben. Denn der Gegner sieht ein bisschen stärker aus da hinten. So, der Typ da, der sieht natürlich sehr gefährlich aus. Aber man könnte ihn hier hochlocken. So schnell es geht. Und dann hier hochrennen und auf ihn drauf springen. Wir müssen natürlich die Gegner hier oben weg haben, wenn jetzt noch welche sind. Nicht, dass wir einmal in eine Falle laufen von, genau. Den. Erstens mal. Scheiße, der war. Nein! Okay. Das war zu viel des Guten. Zu viel auf einmal, zu viel auf einmal. Okay.
Dann lassen wir die da oben oben sein, versuchen den unten so zu killen. Geht vielleicht ja auch. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Aber unsere Sachen da oben würde ich trotzdem ganz gerne wieder haben. Die holen wir jetzt auch nochmal. So. Sachen. Ja, komm her. Nee, 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 nee. So, war natürlich nicht viel, was hier lag, aber egal. Naja, so wenig war es auch nicht. Gut, jetzt müssen wir nochmal runtergehen und diese Dinger hier anlocken. Oh. Ich wollte hier zustecken. Die anderen beiden machen auch noch platt. Ah, ich hab ihn doch noch erwischt. Aber. So, heilen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den erwischen mit dem Pfeil und Bogen. Wir probieren es aber mal. Ach, Mann. Ja, super, Sascha. Zack, zack. Okay, er kommt. Laufen wir mal schnell hoch. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber es wäre ziemlich cool. Denn so würde ich ihn, glaube ich, die Hälfte Energie schon wegrauben. Also nicht, ob ich so schnell... Naja, er ist natürlich schneller als ich. Okay, er kommt aber. Killen wir ihn hier unten irgendwo. Da. Okay, oh, der teilt Schaden aus. Hier hoch. Nein! Hält aber nicht viel aus. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich dachte schon, da kann ein bisschen mehr, aber naja. So, gehen wir da runter. Hier ist noch so ein Ziegenbock. Der bewacht dann irgend so ein kleines Item. Das holen wir uns noch. Okay, da hat noch einen kleinen Freund, der nennt sich Wurm.
Schon langweilig, ne? Aber. Weiß eigentlich, wie viele Würmer hier rumlaufen. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Hier runter, du rollendes etwas. Doppelkill! Okay, da ist noch der Ziegenbock, den wir auch noch haben. Eine Seele. Und auf die andere Seite, ist da auch noch was? Ist irgendwas übersehen hier? Ich glaube nicht, ne? Ne, aber da ist noch mal ein ganzer Gang. Und Büffel. Gut, gut. Nicht weiter? Dann geht's aber nur noch hier rein. Hier geht's auch noch rein. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Na gut. Bevor wir da runterspringen, gehen wir erstmal durch das Nebeltor hier. Hallöchen! Ach du Scheiße. Okay, ach so, der ist das, okay. Okay. Schade, schade. Der Feuerdämon hat uns mal ganz kurz platt gemacht. Aber. Na, nichts aber. Hat uns platt gemacht. Müssen wir nicht beschönigen. Wir brauchen irgendwas gegen, was uns weniger anfällig macht gegen Magie. Da hatten wir doch mal ein anderes Schild oder so vielleicht. Da. Magie 40. Magie 80. Das, was wir gerade nutzen. Das reicht keins, was höher ist. Aber irgendwas an Ringmäßig, was wir da nutzen können. Verstärkt Gegner von Schlägern, verstärkt Wundersynergie, verstärkt kritische Treffer, Abgrundschreiten, verstärkt TP. Verstärkt Feuerverteidigung. Können wir ja mal ausprobieren. Wir den Hartstahlring mal ab. Und packen den Flammenring drauf. Gucken wir mal nach. So. Nehmen wir den mal mit. So, wir müssen ja diesen anderen Weg laufen, leider. Ist die Frage, ob wir alle Gegner machen müssen hier oder ob wir durchlaufen können. Der ist auf jeden Fall sowieso da, der Riese. Hallo. Scheiße. Okay, der macht mich komplett tot. Oder nicht? Oh, ja doch. Okay, okay. Schade, schade. Schade, schade, schade.
Ärgert mich ein bisschen. Weil mein ganzer Kram nämlich weg ist. 28.000 Seelen. Nun jo. Gegen den müssen wir hier oben kämpfen. So. Naja, was heißt kämpfen? Gegen den müssen wir hier oben schlagen. Kann ich da vorbeilaufen oder schnappt die mich auch hier drüben? Ja. Gehen wir da hoch. Geht's hier rein. Eieiei, das hat, der hat aber auch einen Schaden gemacht. Komm schon. Es ist doch unmöglich fast. Okay, jetzt sehe ich gerade nichts. Sein Feuer scheiße. Er ist auf jeden Fall vergiftet, aber nützt mir gerade nichts. Komm her. Schweinepriester! Den schon nehmen? Dämonenbeschleuniger und eine Menschlichkeit. Was ist denn ein Dämonenbeschleuniger? Ist das eine Waffe gewesen? Dämonenbeschleuniger, ja. Okay. Da sind wir gekommen, ne? Geht so in die Richtung. Heilen wir uns erstmal. Die nächste unliebsame Überraschung auf uns wartet. Und wieder so ein paar Kugelmenschen. Ja, ja. Kugel, Leute haben sie einfach.
Item will ich haben? Oh, eine Seele. Hinterher? Nö. Oh Gott, oh Gott, alles voll mit diesen alten Kugeln. Oh, ich dachte, ich hätte. Wusste nicht, dass es ein Dings war. Er kommt da hoffentlich auch wieder runter. Oder? Sonst war ich ein bisschen blöd. Wo bin ich gekommen? Hier ist ja auch noch irgendwas. Okay, hier kann man runterfallen, da mache ich mal nicht hin. Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl erstmal nach oben. War hier noch irgendwas? Ne, gut, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl nach oben. Lieber Schild in Anschlag haben. Man weiß nie, was kommt, ne? Ach so, okay. Gut, pass auf. Dann gehen wir schnell hier zum Feuer. Nicht so schlecht. Und wieder zurück. Jetzt können wir den Fahrstuhl benutzen hier. Das ist doch gut. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall dahin, wo die Treppe runterfällt. Oder bin ich verkehrt? So, wir sind den ganzen Weg da hochgelaufen. Genau, von da sind wir gekommen. Aber ich glaube, das hier hinten ist einfach nur wieder der Rückweg. Runter in die Höhle wieder, oder? Das ist doch da, wo wir da liegen ja meine Sachen sogar noch. Da haben wir zwar einen Feuerdämon besiegt, aber das orange Tor habe ich immer noch nicht gefunden. War es das hier? Mehr soll man hier nicht finden? Na gut. Dann können wir natürlich noch die ganzen anderen besiegen, die da rumlaufen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bis dann. Tschüss.